Hallo, 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 liebe Freunde. Ja, da bin ich wieder. Hier in Tomb Raider Remastered. Und ich muss auf die andere Seite. Hören die irgendwann auf zu brennen, oder? Ah, die hören irgendwann auf zu brennen. Okay, okay. Das kriege ich hin. Da muss ich nur schneller sein. Ja, ein bisschen schneller, aber das sollte ich doch hinkriegen. Einen ganzen Monat nicht gespielt, weil man auf jemanden besucht hat. Und schon ist man raus. Das war knapp, das war so knapp. Aber ich höre irgendwo einen Gorilla. Ich habe so dieses Uck gehört. Aber wir kriegen das hin. Ich bin optimistisch. Kann vielleicht ein bisschen dauern, aber wir kriegen das hin. Wupp. Wuppdidu. Wupp. 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 Und wupp. Ja! Aua. Aua, 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 aua. Ich brenne, ich brenne, ich brenne immer noch. Oh, ich brenne. Okay, da muss ich schneller sein. Gut, jetzt weiß ich's. Los! Nein! Ah. Okay, da muss ich warten, bis das Feuer aus ist, bevor ich mich hochziehe. Also, ein bisschen hängen lassen, dann... Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ich hab's jetzt raus. Los! 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 Warten, 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 warten. Immer noch warten? Oder kann ich einfach... Das nicht wieder aus. Oh, das war knapp. Was liegt da? Okay. Erz. Ich höre irgendwo einen Affen. Aber wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Was ich jetzt mit dem Erz soll? Keine Ahnung. Aber ich hole mal die Waffen raus, denn ich höre immer noch einen Affen hier. Hm. Okay. Scheint alles sauber. Keine Ahnung, wo der ist. Dann springe ich mal hier hoch. Okay, und dann gucke ich nochmal. Die Tür da habe ich geöffnet. Als nächstes ist die Tür da. Was ist da dran? Was sind da für Symbole? Wo ist er denn? Ich höre ihn doch.
Ah, da ist er. Kommt der denn her? Okay. Da fehlt ein Symbol. Was mit der anderen Tür? Mit der da hinten? Omega, Omega, Epsilon, Omega, Epsilon. Okay. War Omega oben oder unten? Omega, Omega, Epsilon. Also den holen wir mal runter. Omega, Epsilon. Hat sich was getan? Jupp, die Tür ist offen. Dann gucken wir doch mal, was da drin ist. Waffen raus. Oh, da sind lauter Dornen. Ich speichere mal. Das könnte eventuell eine Falle sein. Was ist hier drin? Okay, da oben ist eine Tür. Da sind zwei Plattformen. Ne, mehrere Plattformen. Und da geht's hoch. Okay, da kann ich einen Fels rausziehen. Okay. Gut, dann ziehe ich doch erstmal den Felsen raus. Ist noch ein... Ah, hier ist ein Hebel. Okay, was war das? Das klang gar nicht so schön. Ah, okay. Jetzt sind hier die Plateaus nach oben gefahren. Dann kann ich jetzt von hier springen. Aber wohin? Okay, wir gehen erstmal an den Rand. Ah, da hinten ist ein Eingang. Okay, dann speichere ich erstmal, bevor ich das versuche. Und hupf. Das war Absicht. Außerdem muss das so sein. Das gehört sich so. Und hüpf. Okay. Dahin. Und hüpf. Okay. Der Patch hat es echt ein bisschen besser gemacht, jetzt der rausgekommen ist. Die Steuerung reagiert besser. Kann ich mir auch nur einbilden. Aber ich glaube, der Patch hat tatsächlich was bewirkt. Ja, hat er. Wupp. Und wupp. Okay, das wusste ich nicht, dass der kommt. Das wusste ich nicht. Also nochmal. Bisschen Anlauf nehmen. Und wupp. Bisschen Anlauf nehmen. Und wupp. Bisschen Anlauf nehmen. Und wupp. Ein bisschen Anlauf nehmen. Und wupp. Und wupp. Bisschen Anlauf nehmen. Und wupp. Na komm, komm. Zeig dich. Ich weiß, dass du da bist. Echt? Der kommt erst, wenn ich darüber springe.
Oh, wie doof. Ich speichere mal. Whoop. Okay. Gut. Nimm den Iron Ingot. Nimm das Erz. Wupp. Und wupp. Okay. Wir haben das Erz. Dann brauchen wir, glaube ich, den nächsten Raum, um noch mehr Erz zu bekommen. Ist wieder was? Okay, welche Tür machen wir als nächstes? Ist da eine Tür? Ja. Omega, nee. Epsilon, Omega, 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 Epsilon. Also machen wir die als nächstes. Also, hoch. Runter. Ja, das müsste eigentlich jetzt geklappt haben. Die müsste offen sein, die da hinten. Ja, sieht offen aus. Gut, dann gehen wir da mal hin. Ich glaube, ich speichere erstmal. Wer weiß, was da hinten auf mich wartet. Ja, ich war jetzt, wie gesagt, etwas länger als geplant bei meinen Eltern und deswegen war ich jetzt einen ganzen Monat fast nicht für euch da. Löwe! Böser Löwe! Uiuiui! Ui, ui. Lass mich in Ruhe, Löwe! Lara, hoch! Ist er hin? Ah, der rennt zurück in den... Kommt er wieder raus? Okay. Wir haben ihn. Out, ich habe Leben verloren. Egal. Ich könnte mal ein Medkit nehmen. Ich habe 8. Ja, das geht. Besser, dann speichern wir nochmal. Und dann geht's da rein. Okay. Okay. Interessant. Da sind 3 Räume mit 3 Schaltern. Ich schätze, das sind Fallen. Ich gehe aber erstmal hier hoch und gucke, was mich hier oben so erwartet. Ah. Munition. Okay. Dann schaue ich mich hier drin mal um. Da ist eine versperrte Tür. Ich speichere noch mal. Ah, okay, hier kann ich... Das sind Bleibahnen. No. Mhm. No. Ah! Das sind Bleibahnen.
Und König Midas in der Legende wollte alles in Gold verwandeln. Unter anderem auch Blei. Also denke ich mal, dass wir die Bleibaren eventuell in die Hand von König Midas legen müssen, damit diese zu Gold werden und dann kann ich damit auch was machen. Aber ich glaube, ich sollte vorher erstmal hier rein. War ich da schon drin? Aber ja, da war ich drin. Omega, Omega. Oh, ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, mir fehlt eigentlich nur noch die da. Wo ein Symbol nicht zu lesen ist. Omega, Omega. Omega, Epsilon, Epsilon, Omega. Ja, das ist ja dann hoch runter. Das ist, man hat eine 50-50 Chance. Also von daher ist jetzt nicht so das harte Rätsel. Sollten wir hinkriegen. Hoch. Runter. Lara, bitte. Dankeschön. Und dann müssen wir gucken. Ist die Tür offen? Ja. Waffen raus. Erstmal speichern. Okay. Der Raum ist cool gemacht. Okay, da geht's runter. Das kann ich drücken. Oder ziehen? Ziehen. Okay, was war das? Das Geräusch gefällt mir nicht. Ah, okay, das ist diese Säule da. Ich weiß aber noch nicht so richtig, wo ich jetzt hin muss. Autsch. Okay, nochmal laden. Oh, die Sonne steht gerade unheimlich niedrig. Ich glaube, ich muss gleich mal die Rollladen runterziehen ein bisschen, damit ich sehe. Damit ich ein bisschen mehr auf dem Monitor sehe, weil ich werde gerade ein bisschen geblendet. Aber ja, ich muss mir den Raum hier nochmal anschauen. Okay, da ist eine Säule. Die konnte ich senken, die Säule. Da geht's lang. Da oben ist irgendein Wo muss ich jetzt lang? Da ist ein Loch in der Wand und da ist ein Loch. Von da kam ich. Da ist dieses Lichtloch, das ich gesehen hatte. Also muss ich da lang. Aber wie springe ich da am dümmsten hin? Also als erstes muss ich hier runter und da nochmal den Felsen rausziehen.
Jetzt kann ich wieder reinziehen, reindrücken. Was macht das dann? Offensichtlich gar nichts. Okay, nochmal ziehen kann ich den nicht. Ich dachte, ich könnte den hier draufstellen, aber nee, das geht nicht. Das geht nicht. Mal von hier gucken. Okay, diese Säule ist dann eingestürzt. Kann ich von da nach da springen? Ausprobieren. Wir probieren es mal aus. Ah, sieht knapp aus, aber ich speichere mal. Und dann probiere ich's. Nee. Ah, okay, da ist. Ah, okay, ich muss schräg springen. Okay, man sieht es jetzt schlecht, aber wenn ich da raufspringe. Okay, verpasst. Da muss ich hoch. Okay, das ist auch gar nicht so weit der Sprung. Tatsächlich. Aber könnte ich schaffen von da nach da? Upp. Okay, okay. Ich speichere nochmal. Aber mal hier. Ah, ich hab geladen! Ich hab geladen! Och nö. Okay. Ich glaube, das ist für mich das perfekte Zeichen zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!